Tja. Was ist das für ein Vieh? Das sieht so geil aus. Das ist eine Wanne, die im Wind weht. Sehr gut, meine Freunde, und ein herzliches Hallo damit zur nächsten Folge Dragonnest Let's Play Part 67, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Heute haben wir mal einen Kali in der Truppe, das hatten wir, glaube ich, gar noch nie. Ist mal was Interessantes. Bin gespannt, wie das Ganze so jetzt sein würde. Ich glaube, schwer dürften wir auf jeden Fall packen. Oh, ich muss meine Maus noch umstellen, bevor ich das vergesse. Die Kali oder... Ja, die Kali. Ich glaube, es heißt die Kali. Oder der Kali? Keine Ahnung. Jedenfalls ist die Level 65 und hat nicht so den besten Ping. Okay, mal gucken. Ich bin gespannt, was Kali so haben für Fähigkeiten und was weiß ich. Ich habe noch nie mit Kali gespielt. Weder in Gruppe noch selbst einen Kali bedient. Also, damit bin ich echt mal gespannt, was das so zu tun gibt. Ich kann mich gerade nicht mehr bewegen. Wieso kann ich mich nicht bewegen? Ah, jetzt. Oh Gott. Das war gerade strange. Ich hatte das Fenster irgendwie nicht ausgewählt. Wow, Alter, die hat noch geile Attacken. Jetzt mal for realsies. Aber mir leckt es gerade auch ein bisschen. Das Ding ist, ich kann halt nicht mit Shadowplay aufnehmen. Ich muss hier mit Fraps weiterhin aufnehmen. Das ruckelt gerade ganz schön. Ich weiß nicht, woher diese Ruckler kommen. Aber die hat auch geile Attacken. Das wusste ich gar nicht, dass die so cool aussehen. Da haben die sich... Vor allem, Alter! Was? Schon du... Oh, lol. Das wird ja voll easy. Hä? Wusste gar nicht, dass Kali so stark ist. Ich hatte irgendwie so das Gefühl, das ist so ein Mittelding, aber die sind ja voll stark. Tragen sie irgendwie den Akademikern nach, oder was? Krasser Scheiß. Wobei, klar, wir haben noch Dings dabei. Wie heißt der? Felsklut oder so heißt der. Dieser schwarze Drache ist natürlich übel stark. Oder ist der von ihr beschworen worden oder was ist damit? Ich weiß es echt nicht. Bin gerade ein bisschen sprachlos und weiß gerade echt nicht, was hier abgeht. Aber heute habe ich auch wieder ein Thema anzusprechen, denn vielleicht hat es der eine oder andere von euch auch schon bemerkt, dass ich derzeit einen öffentlichen Skype-Account betreibe. Also, soll heißen, mein Skype-Account ist derzeit öffentlich und wird auch öffentlich bleiben, voraussichtlich, denn es war halt immer so, dass mich immer wieder mehr Leute angefragt haben, yo, Bock auf PvP, Bock ein bisschen zu zocken, Bock mal in Skype rumzuhängen und sowas, hauptsächlich auch Zuschauer. Und dann habe ich ja gesagt, jo, cool, klar, weil ich rede gerne mit Zuschauern, muss ich ehrlich sagen, das ist was ganz Chilliges so. Oder auch gerne spiele mit denen, das finde ich immer cool. Und ich will hier jetzt aber auch niemanden bevorzugen, deswegen habe ich mir gedacht, so, yo, mache ich das doch am besten so, dass ich das jetzt öffentlich mache, dann kann mich jeder adden, der will. Also dann wird niemand hier vorbehalten, den anderen gegenüber, weil das wäre irgendwie ein bisschen gemein, finde ich. Ja, sondern dann hat jeder eigentlich die gleiche Chance, mit mir sozusagen zu reden. Klar, wenn jetzt der absolute Hate irgendwie ankommt hier in Skype, dann wird derjenige, der Schuldige, wird natürlich dann auch geblockt, sozusagen, besteht sich, denke ich mal. Was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass Kali auf Unterstützungsmagie eigentlich beruhen. Zumindest der eine Kali-Typ. So hatte ich es in Erinnerung eigentlich. Oder kam es ja gar nicht mal mehr dazu. Ich glaube, das hätte ich eh nicht mehr geschafft, rechtzeitig. So, das war jetzt gerade ein bisschen cool irgendwie. Wir alle haben gepasst. Niemand wollte die Gegenstände. Ja, Gold! So, ja gut, okay, viel Wert hat dieser Scheiß momentan eh nicht. Ich brauche nämlich Lebensessenzen, um zu upgraden. Und nicht so diese Archad. Ich würde sagen, gehen wir erstmal zum Eingang. Oder hat die was geschrieben? Alter, wenn die jetzt geschrieben hat, wait oder sowas, dann habe ich verkackt. Das wäre richtig dumm, dann... Okay, laden. So.
So, nächster Auftrag annehmen. Habe ich hier noch einen abgeschlossen oder so? Ah, nee, ich kann noch einen annehmen. Jo, interessant. Dann hier. Die kann ich mittlerweile auch annehmen. Dann habe ich alle angenommen jetzt eigentlich. Bin ready. Ja. Gebe ich natürlich an, so Anfragen. Ah, Freundschaftsanfrage ist sehr nice. Kriegen wir einen Freundschaftsbonus, glaube ich. Okay. Aber das ist auch ein cooles Ding, das, dieses Pegasus, finde ich. Ich habe so ein Schattenwesen, bin eher so Schattentyp. Und sie so Licht. Das ist richtig geil eigentlich. Diese Kombi einfach. Ich bin eher so düster und sie eher so halt Licht, ne? Finde ich eine geile Kombi. Gefällt irgendwie. Gefällt mir. Ja, auf jeden Fall, wenn ihr wissen wollt, wie oder wie mein Skype-Account-Name lautet, dann findet ihr in der Kanalbeschreibung von mir. Ganz oben natürlich. Und könnt einfach mal reingucken, wenn ihr Bock drauf habt. Mir eine Anfrage senden, was weiß ich. Wäre, denke ich, mal cool, wenn ich auf ein paar von euch treffe. Tatsächlich, die beschwört diesen Felsglut. Wieso kann Kali Felsglut beschwören? Das ist doch unfair, das ist ein cooler Charakter. Das ist der schwarze Drache, Mann. Und die kann den beschwören, wieso? Oder ist das ein Double von dem? Also ich gehe... Nein, das ist wieder dieses starke Vieh. Wieso ist der manchmal da? Das macht keinen Sinn. Der one-hitted mich. Wieso? Wieso one-hitted der mich? Macht für mich wenig Sinn irgendwie. Der ist noch da. Mann, ich verstehe es echt nicht, wieso es so dieses Vieh da ist, das einfach One-Hits verteilen kann. So, it's get wrecked. Aber wieso ist das Vieh nur manchmal? Das macht echt keinen Sinn. Okay, also Kali ist tatsächlich eine richtig coole Klasse, unerwartet, aber ich habe gedacht, das ist vielleicht nicht unbedingt die dümmste Klasse, sag's mal so, aber es ist auch nicht unbedingt die coolste. Aber allem Anschein nach überrascht es mich tatsächlich von Runde zu Runde mehr. Schon, guck mal, was ist das für eine Attacke? Das ist eine EX-Attacke, gehe ich mal von aus. Alter, was sind das für Viecher? Jetzt mal ganz ehrlich. Ich kann, also Kali ist so irgendwie ein Beschwörungstyp, der Sachen beschwören oder Viecher beschwören kann. Also gleich wie der Assassine. Oder Assassine. Nur, dass der Assassine erst später kam. Direct, würde ich mal sagen. Also, ist so schwer ist mittlerweile das dann schon generell nicht mehr. Vor allem, wenn man so bedenkt, ja. Was ist das für ein Vieh? Das sieht so geil aus. Das ist eine Fahne, die im Wind weht. Einfach eine Fahne, die im Wind weht. Und das ist eine Attacke. Was macht das? Das ist sicher Unterstützung. Ja, 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 ich habe was. Ah, das ist irgendwie Gruppenfähigkeit, dass man irgendwie Gruppenbonus oder was hat. Okay. Los zum Boss. La 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 la. Okay, jetzt ist sie auch da. Dann würde ich sagen, machen wir den Bossgegner gleich nochmal fertig. Das ist chillig, wenn man so Dragon Dance in Gruppen spielen kann. Vor allem immer eine neue Klasse. Letztes Mal war Akademiker dabei. Wir hatten schon Bogenschützen dabei. Wir hatten schon Krieger dabei. Jetzt noch Akademiker. Was uns einfach noch fehlt in der Sammlung sozusagen, wenn man das so nennen darf, ist Assassine oder Assassine. Und was war die letzte Klasse? Die letzte Klasse. Was war die letzte Klasse, ist jetzt die Frage. Habe ich einen Boss-Kill? Nein. Ich krieg nie die Boss-Kills. Ich mache zu wenig Damage. Aber wir haben 10% Erfahrung mehr. Das ist doch auch schon was. Je schneller wir auf Level 80 kommen, desto besser, weil desto früher kann ich mit diesem Spiel abschließen. Dann gibt es noch ein kleines Best-of hiervon und dann kommt Assassin's Creed. Das, denke ich mal, viel mehr von euch interessieren dürfte als hier. Seit wann reden die Japanisch jetzt ernsthaft? Das war doch früher, oder früher ist mir das nie aufgefallen, mal kurz. Oh ne, die hat die Gruppe verlassen.
Ich habe zu lange gebraucht. Stimmt, F12 hätte ich drücken müssen. Ich Vollhorst. Ich bin ein Vollhorst, meine Freunde. Ich bin so ein Vollhorst. Die Folge ist jetzt zwar erst 10 Minuten lange, aber ich will jetzt sagen, ach komm, ich mache jetzt einfach einen Durchgang alleine. Kann hier ja noch ein paar Aufträge abschließen. Ich weiß nicht, wieso hat die Gruppe geleftet? Egal. Na dann. Man sieht das für klüger halt. Soll die das machen? Wir haben jetzt auf jeden Fall schon wieder 30%. Das geht zu schnell. Das geht mir zu schnell. Ich kann das Spiel ja nicht mal mehr wahrnehmen. Das geht so schnell. Und wenn ich dann komme, nehme ich dann mal außerhalb einer Aufnahme auf, ne? Dann geht es dann noch schneller und irgendwann kann ich dann irgendwie 10 Level zwischen den Aufnahmen aufnehmen. Oder machen. Dann seht ihr so, in der einen Aufnahme bin ich so Level 60 oder Level 70. In der nächsten Aufnahme bin ich auch schon Level 80 und das Spiel ist vorbei. Übrigens für diejenigen, die jetzt zum ersten Mal Dragon Nest bei mir gucken, Level 80 ist das höchste Level, was wiederum auch das Ziel ist, hier zu erreichen in diesem Let's Play. Und sobald ich nämlich Level 80 erreicht habe, werde ich mit diesem Let's Play hier aufhören und ein nächstes Spiel machen, das übrigens nicht Minecraft ist, für alle Minecraft-Fans hier. Oh, diese Scheißkröte hat sich bewegt. Ich muss noch irgendwas wegen morgen organisieren, wegen dem Schiedsrichtern. Weil ich bin Schiedsrichterchef bei uns im Verein, aber wir haben zu wenig Schiedsrichter. Ich muss jetzt irgendwie was gucken, weil irgendwie haben alle was los. Und es leckt jetzt gerade echt Wahnsinn. Es leckt jetzt gerade echt richtig, richtig crazy. Was machst du wieder, Fraps? Genau deswegen hassen alle das Programm Fraps. Fraps ist scheiße. Ich weiß nicht, irgendwie, Shadowplay erkennt Dragon Nest nicht so richtig. Also er kennt zwar, dass das Spiel auf meiner Festplatte ist und ich könnte theoretisch sogar locker damit aufnehmen, aber es erkennt irgendwie nicht so richtig, dass das Spiel gestartet ist. Keine Ahnung, woran das liegt, vielleicht wisst ihr ja was. Was ich theoretisch machen könnte, wäre, dass ich vom Desktop aufnehme, dann hätte ich ja Dragon Nest das Fenster auch sozusagen, aber wenn ich das Ganze im Fenstermodus spiele, damit ich dann auch nebendran noch die Audio aufnehmen kann, Audio City halt, ne, müsste ich das Ganze im Fenstermodus halt nach wie vor spielen, dann wäre das Ganze, wäre die Auflösung einfach so schlecht, dass es eventuell nicht mal mehr gut wäre. Okay. Ich muss nachher noch jemandem schreiben, tatsächlich. Und jetzt schon 18:39 Uhr, dann wird es langsam echt wichtig, dass ich derjenigen Person schreibe. Bevor ich es noch vergesse, weil das wäre echt nicht gut. Ist was Wichtiges. Aber es ist auch persönlich. Ich weiß gar nicht, es gibt immer mehr YouTuber, die generell viel zu viel Persönliches über sich preisgeben in den Videos. Ich finde das einfach unklug, sag's mal so. Es ist einfach sehr unklug, wenn man zu viel über sich preisgibt in Videos, weil man weiß nie, was für Leute da alles zugucken. Und letzten Endes ist es echt so eine Sache, das kann sich jeder angucken. Und mit den Informationen kann man zum Teil echt sehr schlimme Sachen machen. Also, wenn ihr selbst auch Let's Player seid, dann passt einfach auf, dass ihr nicht irgendwie jetzt so einen Scheiß macht und zu viel von euch preisgibt. Das kann echt böse enden. Und mit böse enden meine ich, das kann sehr, sehr böse enden. Ich denke, nachdem wir das Dungeon hier geschafft haben, dürften wir so an die 40% kommen. Vielleicht nicht ganz. Hier ist schon wieder so ein Agro-Vieh. Wieso haben die manchmal dieses Symbol über sich? Verstehe das nicht. Sind das die Viecher, die sonderlich viel Damage machen, oder was ist da los? Kann es sein, dass es manchmal von denen eines gibt, die sonderlich viel Damage machen, manchmal von den anderen? Also von diesen Werwölfen, die auf einen so zurennen, One-Hits verteilen? Ich habe ihn leider nur gestreift, weil ich zu weit weg von ihm geblieben bin, als ich die Attacke eingesetzt habe. Das war nicht so schlau von mir, aber okay. Der Vorteil an der Tatsache, wenn ich mit Dragon Nest durch bin, ist, ich kann viel mehr vorproduzieren. Weil ihr müsst bedenken, Dragon Nest kann ich nur zu einer gewissen Zeit aufnehmen vom Tag, da dann nie viele Leute ja, halt da sind, ne? Da muss man eben, oder wenn man generell in Gruppen spielen will. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich bis zum nächsten Part noch ein paar Dungeons alleine, sodass ich beim nächsten Part Level 70 bin oder so. Da kann ich dann nämlich bald schon mit Assassin's Creed anfangen. Das wäre natürlich richtig fett.
Hä, was ist jetzt das für ein Vieh? Alter, wir spielen auf schwer, nicht auf Experte oder so ein Scheiß. Ich verstehe es nicht. Manchmal hat hier richtig seltsame Viecher, die zum Teil gar nicht da sind, zum Teil aber schon. Fuck the shit. Weil ich kann jetzt gerade einfach kaum was einsetzen. So komme ich wieder schneller an Erfahrung. Okay, Effekte habe ich schon viele drauf. Ich lasse jetzt einfach mal dem Werwolf ein bisschen was machen. Schon wieder so ein Vieh. Was ist das? Hä, das Spiel wird ja immer stranger. Wieso ist hier manchmal anders als bei anderen Durchgängen? Es ist nie gleich. Ich spiele immer noch dieselbe Stufe wie vorhin, aber es hat einfach ganz andere Mobs drin. Es ist richtig strange. Wieso ist das so? Oh. Endlich kann ich zum Boss vorrücken. Aber ich brauche erstmal mehr Erfahrung. Oder Erfahrung, was rede ich? Erstmal mehr MP, also Magiepunkte. Um den auch wirklich was reinhauen zu können. Weil so ist echt ein bisschen doof, ohne Magiepunkte dem was reinhauen zu wollen. Ach, der Werwolf ist jetzt aber weg. Dann geht das echt nicht mehr schnell. Sollte vielleicht manchmal ein bisschen sparsamer damit umgehen, wenn ich alleine spiele. Gut, ich hätte ja noch blaue Tränke eigentlich. Wieso setze ich keinen davon ein? Mache ich das kurz. Es leckt schon wieder. Was ist denn das? So. So. Oh, die haben mir jetzt tatsächlich noch ein bisschen was an Damage gemacht. Ich wusste, dass wenn da mit dieser scheiß Drehattacke kommt, bin ich einfach gefickt. Das Problem war eben, dass ich selbst eine Attacke eingesetzt habe, die eben viel Damage zieht. Oder viel Leben zieht. Ich würde ja eigentlich sagen, so, yo, ich warte, bis der mit dieser Attacke kommt, wo er irgendwie was anderes machen muss. Was? Wie hat er mich getötet? Was war das für eine Range? Was war das eben für eine Range, die der drauf hatte? What the hell? Jetzt mal, for real sees. Hä, wieso hatte der so eine krasse Range? Egal, ich habe ihn gut getroffen. Auf, so, hier rüber. Okay. Okay, jetzt kann ich nämlich die Nummer 8 wieder einsetzen. Ohne Probleme. Und das zieht ihm relativ viel Damage, wie man sieht. Mal kurz, das zieht ihm nicht viel Damage, das zieht ihm viel Leben, macht viel Damage. So. Jetzt habe ich es auch raus. Was, wir sind bei 8? Lol, das ging jetzt richtig schnell. Bühne vergisst die Zeit beim Gamen. What's up? Das ist jetzt gerade ein bisschen doof, dass ich die Attacke eingesetzt hatte, sondern die hier wäre viel geiler gewesen. Boah, Alter! Wie der mich jetzt getroffen hat. Ach, beim Ausweichen noch. Okay, jetzt ist er dann eh down. Viel fehlt nicht mehr. Lol, Alter, jetzt habe ich aber den... Hä, wieso war jetzt kein Wind am Boden? Normalerweise ist da ja so ein Windeffekt am Boden. Der hackt doch. Der hackt doch. Hacker, Mann. Hacker, Hacker, Hacker. Ja, gut. Das war's das mit diesem Durchrun. War gar nicht schwer. Nein, ich muss ja nur 3000 Tränke einsetzen, aber schwer war es auf keinen Fall. Rang A, okay. Was? Wir haben 44%? Lol, wieso denn das? Wieso habe ich so viel Prozent gekriegt? Hey, ich habe auch schwer gemacht. Aber es waren auch viel stärkere Monster dabei. Jetzt bin ich erst recht verwirrt. Ich habe 14% gekriegt, obwohl ich eigentlich denselben Dings gemacht habe wie vorhin. Aber es war seltsamerweise auch viel, viel stärkere Mobs dabei. Aber es war eben auch nicht so stark, dass man hätte sagen können, ja, das war Experte oder so. Das ist jetzt, ja gut, ich weiß jetzt nicht, was ich dazu sagen soll. Aber okay. Erstmal Auftrag abschließen.
Erfahrung einsammeln, hier nächster Auftrag annehmen. Und dann beende ich an dieser Stelle den Part. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr, sehr freuen. Schreibt konstruktive Kritik in die Kommentare, wie ihr es auch sonst immer so schön macht. Und dann würde ich sagen, haut rein, peace and out, ciao.